Wir sind immer noch Tim Breaker. Agent des... Hat sich das Zeichnen von unserer Uniform geändert? Ja, stimmt, wir sehen es auch anders. Wir haben jetzt nicht diese... Wir sind immer der lokale Tim Breaker, ne? So, das ist die Mittagslobby. Die Kaffee-Dings, ne? Oh nein, es ist Finish. Benza Suisan. Helvetin. Kuluron Rally. Weißt du, wer seinen Ozean und Untiefen des Geheimnisses verbrachte sein ganzes Leben? Das ist. Ist das schon wieder unser bester Freund, der Taucher? Tom der Taucher. Der dunkle Ozean, den Schatten wandert der. Thomas Sane. Oh, nein. Und Riminierka. Ist noch sein Weg zurück ins Licht zu seiner Geliebten. Oh nein, sitzt er, hält seine Reise in die Nacht fort. Oh nein, nicht schon wieder Jütenjö. Diese Last aus seinen Schultern immer während wir ein Verbrechen. In diesem Spiel wird dieser Narr immer wieder niedergestreckt. Ja, wie schön. Timid Lobby, Tango Lobby, Coffee Lobby. Das Hotel war ein seltsamer Ort. In der Tat. Es bestand aus einer Schleife, die aus einem Traum stammen könnte. Vielleicht folgte sie einer Logik. Vielleicht führte nur ein Weg ans Ziel. Haben wir die 6 Uhr? Jetzt haben wir gerade ausgenommen, ne? Dann nehme ich jetzt einfach mal rechts. Ja, warte mal, Moment, stehen hier nicht noch? Derselbe Warnhinweis wie zuvor. Anscheinend begann das Gerüst dieses Ortes sich zu öffnen. Übrigens zu einer Parallelität im Ausflug der Hotel von Night Springs. Du bist übergreifend an einem Liebetreten verboten, nur autorisiertes Rec-Personal. Achso, der Ort fällt auseinander, wenn ich das gleiche Ding immer wieder laufe. Dann wird es ja mein Ding. Vorher war immer das Traumprinzip, dass man. Ein Lumivista TV. Jetzt brauchte ich nur noch Energie. Lade den PSR. Ich konnte die Gedanken des anderen Ichs dieser Realität nicht hören. Vielleicht hatte Dor ihn bereits getötet. Kein schöner Gedanke. Okay, also muss ich wahrscheinlich immer durch die Dinger laufen, die kaputt sind? Also ich habe keine Ahnung, auf welcher Logik wir jetzt hier vorgehen. Ich hoffe einfach, dass wenn ich genügend Durchläufe habe, ich irgendwann mal was finde. Und wenn ich jedes Mal nur so 3 Geister erschießen muss, dann ist das ja auch kein Problem. Verdammt! Von hier bin ich gerade gekommen. Bin ich? Achso, oh. Bin dem gleichen Dings hinterhergegangen. Ja, das, immer gab es da einen Fernseher, ne? Ja, dann gehen wir jetzt nochmal in den 12 Uhr Ding. Aber das 12 Uhr war das, wo ich ursprünglich herkam, oder? Wenn mir irgendwann Hinweise gibt, wo ich hin muss. Ah, hier ist der Fernseher. Okay, 12 Uhr ist der Fernseher. Dann könnte ich ja immer noch den 3 Uhr. War ich schon in der 3 Uhr Welt? Achso, in 3 Uhr läuft die Musik. So, immer 3 Uhr, 12 Uhr. Ah, nee, 12 Uhr ist der Fernseher. Aber 9 Uhr komme ich da nicht her? Okay, schon mal so viel rum auf 18 Uhr? Gehen wir mal nach 6 Uhr. Nicht 18 Uhr. Es ist leider nicht so ganz klar, sichtig, aus welcher Uhrzeit das eigentlich sein soll. Moment. Ich war hier schon einmal. Ja, aber hier hat es keinen Knoten. 3 Uhr? 9 Uhr. Gut, gehen wir nochmal 9 Uhr. Sind wir nicht gerade 9 Uhr? Oder muss ich immer mehrfach in die gleiche Zeit laufen? Und das ist der Trigger. Ich bin halt echt zu dumm, das Prinzip zu verstehen, ne? Wenn ich jetzt nochmal in die 9 Uhr Lobby gehe? Ah, die steht da nicht zur Auswahl. Also die 12 Uhr Lobby wollen wir auf jeden Fall nicht. Ah, in der 18 Uhr Lobby war ich ja auch gerade. Dann gehen wir mal kurz zur Frühstückslounge. Also hieß das, dass mir das andere Ding den Weg zeigt. Vielleicht sollte ich darauf mal achten. Mal eine Lobby ruhen, ja, mein Entertainment Lobby. Also an sich gibt es. Ah ne, wir sind gerade in der. Ah ne, wir sind nicht in der. Eigentlich müsste die 6 Uhr Lobby irgendeine Signifikanz haben. Bin ich schon immer still rum?
die Stühle knarren vor allem, während wir an ihm vorbeirennen. Ewige Kreise. Verdammt! Von hier bin ich gerade gekommen. Ja, aber ich bin zu dumm, das. Wir können hier noch plündern, fällt mir gerade so auf. Aber ich habe ja auch keinen. Aber die 12 Uhr Lobby hat man da auch schon betreten gehabt. Oder ist das, sagt das irgendwas darüber aus, wenn das Ding instabil ist oder nicht? Also hier ist wieder der dumme Fernseher. Tja. Dafür bräuchten wir halt ein sechseckiges irgendwas. Tango-Logi? Hm. Hä? Ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach zu dumm, um zu verstehen, wo ich hin muss. Ich brauche diesen. So, das ist der Musikort, ne? Hä? Hier ist noch mehr Munition. Fragil. Ganz im Winter voll mit Munition. Temple Level ist um 12. Was bringt mir diese Information? Oder folge irgendeiner Spur? Wenn ich liegt wieder Zeug rum, das hast du ja beim letzten Mal schon. Kann ich mit irgendeiner Tür interagieren? Wenn an sich sind es halt nur vier verschiedene Orte. Tja. Moment. Ich war hier schon einmal. Achso, ich kann hier hinterrum. Oh. Ich war hier irgendwie in allen Räumen gefühlt schon mal. Also das Spiel ist auf jeden Fall nicht feige, mir jede Menge Zeug in die Hand zu drücken. Was bringt mir das jetzt hier in irgendeinen dieser Räume zu gehen? Ich meine, ist das denn hier irgendwie ein. Also irgendwie. Ich drehe mich hier so ein bisschen im Kreis. Also wortwörtlich. Und dass ich hier so richtig einen Hinweis habe, wo ich eigentlich überhaupt hin will. Ne? Das ist halt irgendwie. Beim besten will ich nicht so ganz. Oder kann ich einfach zurücklaufen? Ändert das was? Kann ich durch diese Tür zurück? Nee, okay, diese Tür ist ein One-Way. Tango Lobby, Entertainment Lobby. Entertainment Lobby. Die wäre hier. So, hier steht wieder das gleich. Kostet mir schon einmal nur Trespassing. Trespassing. So, hier ist der Fernseher. In der Entertainment Lobby steht der Fernseher rum. Oh, warte mal, hier ist noch Zeug. Niemand von Poison Pill hatte erwähnt, dass es auch ein Comicbuch zu ihrem Spiel gab. Aber vielleicht existierte Poison Pill in dieser Realität gar nicht. Time Breaker, spannender Abenteuer, Zeit und Raum. Wer ist unser mysteriöser Reisender? Das alles erfährst du in der Schriegensammlung von Zeitschrift, die es hier gegeben hat. Der geheime Ursprung von Door enthält eine 3D-Faltkarte des Ripple Effects Corporation. Die verrückte Geschichte, die wir hier veröffentlicht haben. Okay, jetzt kann ich schon. Jetzt bin ich tatsächlich durch mit Plündern. Ist auch nicht schlecht. Das ist schon irgendwie schlecht, weil ich nichts mehr holen kann. Was ist die Entertainment Lobby eigentlich woanders? 12. Ja, wir sind gerade in der 12, ne? Oder müssen wir einfach den Tag durchlaufen? Okay, ich laufe jetzt einfach mal in die Morgenphase. Weil an sich hat das Ocean View Motel hat ja dieses Prinzip des. Die Traumlogik mit dem 3. Mit den 3 Umdrehungen, ne? Was haben wir hier? Was sind das für Tasseln hier? Ah ne, das sind Zimmerschlüssel. Hä. Okay, das aber auch nicht. Gut, dann gehen wir mal noch um 6. Weil es die nächste beste Uhrzeit wäre. Dieses Spiel wird danach immer wieder niedergestreckt.
Typ, der mir zurückruft. Tja, das. Ich weiß nicht, ob mir das Lied irgendwas bringt. Verdammt! Von hier bin ich gerade gekommen. Ah, die Tür ist sogar noch offen. So, gut, dann haben wir jetzt wieder hier. Siehst du, hier ist auch noch eine Tür. So, Ausweis Personal Only. Na gut, dann gehen wir als nächstes in die 9 Uhr Tür. Einfach nur, weil ich kann. Oder suche ich irgendeine Seitentür, die offen ist. Ich bin einfach nur zu doof, die zusätzliche Tür zu sehen. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach die Tür übersehen habe, die mich hier... Dass die Tür hier in irgendeiner Realität offen ist, die da. Oh, hier war ich hier noch nicht drin. Ja, hier liegt hier auch nichts. Oder also, hier können wir noch den Schrank aufmachen. Das letzte Mal, dass wir diesen Energiekern gesehen haben, war der ziemlich groß. Insofern glaube ich nicht, dass der hier irgendwo drin ist. So, und dann sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen durch alle Loops. Dann gehen wir jetzt durch die 12 Uhr Tür, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin echt zu... Warte mal. Ah ne, jetzt ist wieder das... Der Hinweis mit dem Instabilen. Aber welchen... So, hier ist dann wieder der Fernseher. Ich meine, ich höre ihn von hier. Das ist halt auch die Tür zu, ne? Das ist halt irgendwie... Tango Lobby, Coffee Lobby. Warum ist die Coffee Lobby eigentlich um 9? Achso, um 9 Uhr morgens wahrscheinlich, oder? Hä. Langsam, also hier nervt mich auch dieses Schwarz-Weiß-Ding. Was haben wir hier noch? Achso, das Comicbuch liegt hier rum. Na gut. Tja. Ich bin ja irgendwie, glaube ich, fast bereit, das jetzt zu googeln, weil ich offensichtlich was übersehe. Und da mich das ein bisschen nervt, dass ich was übersehe und ich nicht die nächsten 3 Stunden im Kreis laufen will. Also das... Irgendwas fehlt mir halt in meinem Wissen, aber ich weiß echt nicht was. Moment. Ich war hier schon einmal. Ja, das sagen wir immer wieder öfter, aber... Ich hab ja auch nicht so viel zu hören oder zu sehen hier, ne? So. Okay, delicious Snack. Ja. Es ist nur eine Tür entfernt. Das ist auch ein sehr interessanter Take. Das würde es natürlich hier. Tja, das ist die 3 Uhr Tür. Was ist der Unterschied zwischen diesen. Also. Da gibt es hier irgendwo eine Tür, die nicht so ein Polizeiband dran hat. Und durch die müsste ich dann durch Zufall durch. Und ab und zu höre ich mal so entfernt Geräusche am Rand hier, aber das hilft mir auch nicht weiter. Oder ich muss vielleicht irgendwie doch rückwärts laufen? Dann sind wir beim Fernseher. Und ich weiß, dass der Fernseher um 12 ist, aber das bringt mir halt alles wenigstens, ne? Du hast vor allem die... Warte mal, hier ist noch so ein... Ich kann doch nicht einfach irgendwas anleuchten hier und dann hoffen, dass dann was passiert, ne? Das Einzige, wo ich überhaupt interagieren kann, ist halt der Fernseher hier. Oh, muss ich den Hausmeisterspuren folgen? Ich meine, dem einen Ding hat er ja schon gesungen, ne? Hä? Kann man den Hausmeisterspuren folgen? Nee. Nicht wirklich, sag ich mal. Steht nur genau in der Mitte. Und das ist wieder die Dingesnotiz. Okay, ich google das. Okay, gut. Ich habe es nachgeguckt und ich, das ergibt so im Nachhinein so ein bisschen Sinn, aber ich habe es halt nicht so ganz... Also... Naja, so habe ich jetzt nicht so gerafft. Okay, also wir müssen als nächstes in die 12. Also wir müssen die Reihenfolge der Dinger, die da oben stehen, benutzen. Also wie die Uhren sind. Und das ist der... Das ist der große Trick, den man hier jetzt hätte verfolgen müssen. Darauf hätte ich auch nochmal kommen können. Aber ich habe das ja so als Infodings gesehen. So, jetzt müssen wir in die 3. Und dann zu was, wo man die letzte Uhr anzeigt. Und dann sollen wir angeblich beim RCS-Knoten rauskommen. Mal gucken, ob dem dann tatsächlich auch so ist. So, dann müssen wir jetzt in die 9, genau. Das ist ja auch mal wieder geradeaus. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Dann. Passiert nichts. Ich wurde angelogen.
1293, hieß es. Aber hier ist nichts. Mir wurde fest versprochen, dass wenn ich in dieser Reihenfolge durchlatsche, dann passiert hier was. Aber irgendwie ist hier kein Knoten, so wie er da sein sollte. Wann gibt es halt das Ding in der Kaffeelobby auftauchen, aber ist doch. Das ist ja immer gleich hier, ne? 12? Drei? Achso, was hieß es, das taucht danach in der Kaffeelobby auf. Welche ist denn die Kaffeelobby eigentlich? Die 9. Okay, also der letzte Raum. Zeit bricht in Ewigkeit, Schluss halt jetzt. So, hier 9. Durch die dritte Tür. Die sind nämlich genau in Reihenfolge gegangen. Und? Was? Warum nicht jetzt auf einmal? Okay, es sieht sehr episch aus, wie das Ding hier lang klebt. Machen wir eigentlich, dass das Gerät kaputt geht. Der PRS war aufgeladen. Jetzt musste ich den Weg zurück zum TV finden. Ja gut, das ist zum Glück nicht so schwierig. Als ich die TV nutzte, um durch die Realitäten zu reisen, dachte ich an Dor. Und der Strudel brachte mich hierher, wo die Timebreakers mich angriffen. Aha. Das sind die Timebreakers? Das ist ganz schön fix. Das ist der letzte seiner Art? Tja, die können mir gar nichts. Dieses Mal wählte ich eine andere Taktik. Ich dachte an die rothaarige Frau. Sie wusste etwas. Wenn ich sie finden würde, könnte sie mir helfen. Ich achte mal diesmal auf den Arm. Wir haben jetzt gerade so einen Hintergrund drauf. Mal gucken, wo wir jetzt das nächste rauskommen. Durch unser 80er-Jahr-Portal. Ich höre Schreie. Uah. Da kommen wir jetzt bei Darling raus. Ah ne, wir kommen im Comic raus, oder? Anders. Ein seltsames Gefühl. Still. Und doch in Bewegung. Wie Schnappschüsse einer Sequenz. Und dennoch schwirrten Gedanken frei umher, wie laut vorgelesener Text. Ripple Fact Corporation, ach wie schön. Du bist es. Ich habe es geschafft. Dor hat dich weggezerrt. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich konzentrierte mich auf dich, als ich den Strudel betrat. Ich wollte dich erreichen. Du steckst voller Überraschungen. Okay. Probieren wir es aus. Willkommen im Hauptquartier der Ripple Effect Corporation. Wir arbeiteten an einem Videospiel über das Multiversum, doch nun ist es Realität. Das Reale und Nicht-Reale existieren im Multiversum Seite an Seite. Echos fließen hindurch wie die Strömung eines kosmischen Ozeans, das Nachtmeer. Das ist zum Glück überhaupt nicht verwirrend. Konzeptuell, oder was? Da war der Dings, real, der Hausmeister. Realer als real. Viele Versionen von uns allen. Mit unsichtbaren Interaktionen. Verknüpft durch Energien, die durch die Realitäten strömen. Einer von euch wird bei einer Explosion gefährlicher Energie getötet. Ein anderer erhält Superkräfte. Und wieder ein anderer trifft einen außerirdischen Schutzengel. Das sind nicht die gleiche Person in verschiedenen Zeiten? Sind wir nicht einmal real. Oder, wie du sagst, Figuren in einem Videospiel. Das da oben ist auf jeden Fall der Quantum Break Dude, oder? Warum ist er hinter mir her? Wer ist Dor? Es gibt Legenden über ihn, die weiter zurückreichen als unsere Aufzeichnung. Angeblich fand er eine Öffnung zu einer schrecklichen parallelen Realität, die ihn verschlang. Sie gewährte ihm Zugang zu allen Realitäten. Die Feedbackschleife tötete alle Versionen von ihm. Ich stehe
auf der Schwelle. Kaum wahrnehmbar. Eine Tür! Überall! Ah ja. Wir wissen nicht warum, aber er sieht die Version von dir als Bedrohung. Er tötet sie. Und bringt sie als Zeitbrecher zurück. Wir dachten, er wäre hinter Branshear. Doch jetzt glaube ich, dass er die ganze Zeit hinter dir her war. Dein Text. In Ordnung. Was kann ich tun? Er muss aufgehalten werden. Er hinterlässt tote Realitäten und er wird immer schneller. Bin nur ein Schauspieler. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit derartiger Präzision durch die Realitäten reist. Besser als Dor sogar. Du hast das einfach so aufgeschnappt. Der Ort seiner Schöpfung könnte unser Schlüssel sein, ihn zu töten. Das war unsere Theorie. Aber wir konnten ihn nie finden. Wer ist denn jetzt wir? Vielleicht hast du mehr Glück. Ach, der Lumivista. Lief da etwas zwischen dir und Branch? Was du zu fühlen glaubst, ist nur ein Echo. Einige andere Versionen von uns in einer anderen Lebzeit. Ach so, erklären sie die Beth Wilders. Ach, wie schön. Du kommst wegen mir zurück? Vielleicht. Wünsch mir Glück. Glück ist nur ein Echo eines überschwappenden Ereignisses aus einer anderen Realität. Toll. Ich war ein REC-Agent. Das war jetzt meine Mission. Ich konzentrierte mich auf ihn. Auf die Dunkelheit, auf die Entropie, auf Dor. Auf den Meister vieler Welten. Das ist das Ende. Warum gibt einem das Spiel so unendlich viel Munition? Also wirklich. Sam Lake neigt wirklich zu abgedrehten Spielen, muss ich sagen. Vielleicht jemand, das war's jetzt, oder? Oh nein. Es geht noch weiter? Kann ich was machen? Das heißt, wenn ich auf dem Tier auslasse, bin ich nicht. Verpiss dich. Ja, super Text hier auf jeden Fall. Ah, der Fernseher ist kaputt. Ich hoffe, dass... Aua! Ich kann nicht so normal schießen, das ist ein bisschen ärgerlich. Achtung! Achtung! Kann ich irgendwie normal schießen? Das ist anscheinend ein Teil der Animation, dass er mal doppelt schießt. Aber man sieht halt, dass es kein richtiges Pixelart ist, ne? Glaube ich zumindest, dass es kein richtiges Pixelart ist. Das sieht ein bisschen zu anti-aliased aus. Die machen noch so total sympathische Geräusche, wenn man sie erschießt. Die Grafik ist ein bisschen zu... Achso, das ist nur ein Raum. Oh. Ich dachte, wir können hier irgendwo hinlaufen. Bestimmt, dass die alle nur Nahkämpfer sind. Ist ja nicht wunderbar, dass ich überhaupt Schaden genommen habe, ne? Was sind denn viele? Kenn ich Mira? Ach ne, ich kenne ihn. Was haben wir mal ein Ende? Ich finde, der Joke hat sich jetzt lange ein bisschen kaputt gespielt.
Warum eigentlich gerade der Lumi Vista TV? Brenno, könntest du zu allen Versionen der Außenwiede sein? Komm auf meine Seite, zusammen herrschen wir! Nein, niemals! Du wirst du nur bereuen, außerdem habe ich gelogen, ha ha ha! Ja, der Fernseher ist doch kaputt. Ist das nicht irgendwie so ein leichtes Problem, wenn der Fernseher hinüber ist? Wie lange geht diese komische Reise noch, die wir hier unter den... Ach, da ist noch ein Fernseher, okay. Kommen wir jetzt raus? Wie lange geht es? Ah, Retro. Okay, ich glaube, wir sind... Ne, wir sind noch nicht durch, oder? Oder geht die letzte Episode hier noch überraschenderweise länger? Multiversums gebracht worden. Oder zumindest in einem tiefen, dunklen Graben darin. Es gab weder Farben noch Energie. Oh, das Polyhedron. Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen... Ich musste Dor finden. Oder eine Möglichkeit, weiterzureisen. Du wäre der Meister aller Welt. Das sieht, sieht so ein bisschen aus wie der Beat Saber-Hintergrund. Da taucht unser guter Caspar Darling jetzt auch noch auf. Das würde ich ja auch nicht für so wahrscheinlich... Das ist auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Du hast das stimmungsvolle Atmosphäre hier auf jeden Fall. Oh, keine Gegner? Doch da. Alter, kann der schnell schießen. Aber leider ist das ein... Oh, was ist das denn? So, Alter. Ich habe so viel Munition, ich muss die jetzt raushauen. Vielleicht ist das die einzige Kugel hier. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Deponia. Also Deponia Doomsday, das hat auch so ein... Fühlt so ein Ding. Wie leuchtet das Ding mehr als der Rest? Lade den PSM mit Energieklonen hier auf. Ja, ich würde mich gerne mal kurz umsehen. Aber da hinten ist, glaube ich, ein Fernseher, oder? Ja, da hinten ist ein Fernseher. Na gut, dann laden wir das Ding nochmal auf. Und nehmen die letzte Energiequelle hier mit. Ich bin richtig. Ich war. Na super. Also siehst du, da unten haben sie jetzt das, also unten rechts hier. Da. Haben sie das Symbol benutzt, was du sonst auch für die Sammlung. Oh, warte, hier ist Text. Ich hatte das Gefühl, als würde dieser Ort nur durch den Text zusammengehalten. Alles war auf das Konzept reduziert. Dies war eine Realität. Nur noch Wörter übrig sein. Dies war eine Realität am Rand des Universums ohne jegliche Farben und Energie. Ein entropisches Ödland. Jede Form wurde durch dunkle Seiten voller heller Worte gebildet. Das zugrunde liegende Gerüst der Realität, das freigelegt worden war. Die einzigen anderen Dinge, die noch übrig waren, waren tote Energieknoten, die hier bis zum Zusammenbruch des Universums überdauern sollten. Hinter jeder Düne dieser dunklen Wüste verbarg sich noch mehr Leere. Hier gab es nur Zerfall und Unvermeidbarkeit. Der Pfad zur Zerstörung wurde immer kürzer, doch die Zeit verrann weiter. Ich hielt mir die schwarzen Seiten vor Augen und las die hellen Buchstaben. Da stand, dass ich mir die schwarzen Seiten vor die Augen hielt und die hellen Buchstaben las. Da stand, dass ich die schwarze Seite vor die Augen hielt und die hellen Buchstaben las. Da stand... Stand der Würfel schon vorher schon da? Du bist vom Weg gekommen. Hier ist auf jeden Fall noch... Immer noch durch die Munition wieder. Oh. Oh. Ich würde einfach zum Fernseher durchrennen, glaube ich. Das ist krass, wie schnell er mit diesem Revolver schießen kann. Ja, das mache ich sowieso auch, weil ich so schnell schießen kann. Tue ich das auch. Ich würde ja versuchen, Kopfschuss zu landen oder sowas. Das scheint mir sehr quatschig zu sein. Wir haben in diesem Hotel so viel Munition mitgenommen, die müssen wir jetzt auch nutzen. Ich war nah dran. Ich wusste, dass ich nun nah dran war. Bestimmt. Das kann doch gut werden. Und? Gut, dass dieses Gerät doch nie kaputt geht, ne? Stell dir vor, dass das würde irgendwie zerbrechen oder so. Das wäre wahrlich eine Tragödie. Kommen wir diesmal raus? Wieder? Oh nein.
Sieht aus wie eine Konsole. Nach dem traumlosen Schlaf kamst du dir und wurdest dir allmählich einer völligen Leere bewusst. Es existiert nichts. Konzentrieren? Du suchst noch etwas, auf das du dich konzentrieren kannst. Plötzlich siehst du eine geometrische Form von deinem inneren Auge. Ein fünfeckiger Trapezoeder. Woher der Name dieser Figur kennst? Du weißt es nicht. Du spürst, wie du verblasst, auseinanderdriftest und dein Wesen im Strom des Bewusstseins, der Ebbe und Flut deiner Gedanken verlierst. Zusammenreißen? Du reißt dich zusammen und versuchst, gegen die Strömung anzukämpfen, um die Oberfläche zu gelangen. Als du dich wieder gesammelt hast, merkst du, dass dein erster Eindruck falsch war. Das etwas und da bist du. Langsam spürst du die Worte, die das hier beschreiben, wie es ist. Hier in den entlegensten Winkel des Multiversums hast du eine Realität erreicht, in der nur Ideen existieren. Eine Vorstellung von der Realität, eine konzeptionelle Realität. Ein Gedanke versucht, sich in deinen Kopf zu bilden. Auf den Gedanken konzentrieren. Du konzentrierst dich auf den Gedanken und alles wird klar. Am Anfang war das Wort. Hier existiert nur das Wort. Sie sind alles. Sie beschreiben diese Welt und dein Dasein. Die Worte entschlüsseln. Die Worte beschreiben, wie du in deinen kargen, konzeptionellen Wüste stehst. Sie sehen sich bis in die Ewigkeit aus. Du wirst unermesslich lang an einem Ort außerhalb der Zeit. Oberhalb kollidieren Ideen von Sternen lautlos und zerfallen zu schwarzen Löchern. Die Vorstellung von der Wüste sorgt für ein Durstgefühl. Eine Tasse Kaffee vorstellen? Als du dir eine Tasse Kaffee vorstellst, dein Lieblingsgetränk manifestiert sie sich. Der Gedanke davon, das Konzept des köstlichen Geruchs und Geschmacks. Du genießt es und stellst dir vor, davon zu kosten. Dir wird klar, dass deine Gedanken hier so real sind wie alle anderen. Deine Situation einschätzen? Dir wird klar, dass du für immer hier festsitzen könntest. Vage erinnerst du dich, dass du auf einer lebenswichtigen Mission bist. Du spürst, wie sich die Details bereits auflösen. Du musst einen Weg finden, um zu entkommen, bevor du dich wieder verlierst. Bei deiner Reise durch den Strudel hattest du noch immer einen Zielpunkt vor Augen. Könnte das auch hier die Lösung sein? Auf die Rotary vorkonzentrieren? Du denkst an sie und sie ist da. Du bist bei ihr. Diese Version von ihr weiß nichts über das Multiversum. Ihr Name ist Lisa, sie ist Tänzerin. Sie trägt einen spiralförmigen Anhänger an ihren Hals. Du spürst, dass eine starke Anziehungskraft von ihr ausgeht. Wir danken, dass sie zurückgekommen ist. Sie hält es für einen Anmachspruch, aber du entlockst dir ein Lächeln. Es klingt so, als wäre das schon viele Male in vielen Realitäten gesagt worden, was deiner Aussage Gewicht verleiht. Nicht lange danach seid ihr ein Paar. Du bist überglücklich, aber das, was du im Multiversum erlebt hast, verfolgt dich noch immer. Vergangen, vergessen? Du packst deine RIC-Ausrüstung in eine Kiste und bringst sie in den Keller. Du triffst für einen Hausmeister mit einem starken Akzent und einem freundlichen Gesicht. Aus irgendeinem Grund vertraust du ihm. Er verspricht, die Kiste sicher für dich aufzubewahren. Schon bald kommt dir das verrückteste Abenteuer-Multiversum wie ein Traum vor. Dein Leben mit dieser ist jetzt deine Realität. Niederlassen dein Leben mit ihr verbringen. Du kehrst zur Schauspielerei zurück, hältst dich aber vom Videospielen fern. Du liebst Lisa, aber ihr könnt nicht viel Zeit miteinander verbringen. Ihr seid beide sehr beschäftigt. Sie trainiert hart, da sie in einer großen Tanzproduktion arbeitet. Du merkst, dass sie sehr müde ist und es ihr nicht gut geht. Sie hat Probleme mit ihren Knöcheln. Sie bittet dich um Rat. Soll sie ihre neue Show absagen oder weitermachen? Ihr raten sie abzusagen? Du rätst dir, die Show abzusagen und auf deine Gesundheit zu achten. Es wird noch weitere geben. Sie sagt die Show enttäuscht ab, dann bricht sie zusammen. Sie ist ausgebrannt und erschöpfter, als ihr beide geahnt hatte. Sie muss sich ausruhen. Ihre Knöchel wird heilen. Sie bedankt sich bei dir, aber du siehst dir ihre Enttäuschung an. Ihr Freiraum lassen? Wird ihr mal oldschool, oder so von. Du lässt sie ihren Freiraum, doch mit der Zeit distanziert sie sich immer weiter. Befürchtet, dass sie dich hasst. Ein Weg finden, sie abzulenken. Du hast das Gefühl, dass ihr beide eine Auszeit vom Stadtleben braucht. Du überraschst sie mit einer gemieteten Hütte auf einer Insel, einer atemberaubenden Kratersee im pazifischen Nordwesten. Du redest ihr ein, dass ihr euch dort ausruhen könnt. Du glaubst, dass ihr dort glücklich sein könnt. Sagen, dass du sie liebst. Oh nein! Sie sagt, dass sie dich auch liebt. In jener Nacht reißt sie ein schrecklicher Albtraum aus dem Schlaf. Sie ist verzweifelt, doch schließlich beruhigt sich deine Arme. Ihre Beschreibung des Traums kommt dir unheimlich bekannt vor. In ihm ist sie sich des Universums, der vielen Versionen von dir und ihr selbst bewusst. Die Erinnerung kommt wieder hoch. In ihren Träumen wirst du wieder und immer wieder ermordet. Sie will nicht mehr schlafen, das bereitet dir Sorgen. Die Wahrheit über das Universum verraten? Du verrätst dir die Wahrheit über das Multiversum. Ihre Träume fühlen sich so echt an, dass sie dir sofort alles glaubt, was du ihr erzählst. Sie ist außer sich vor Wut, dass du ihr das verheimlicht hast. Ihr erzählen, dass du es dir selbst für lange Zeit vergeben hast. Sie kann nicht glauben, dass du es vergessen hast. Wie könnte man so etwas jemals vergessen? Du stellst dir dieselbe Frage. Ihr alles erzählen, was du weißt. Das geht ja ewig hier. Ab diesem Zeitpunkt ist sie besessen vom Multiversum. Sie will über nichts anderes mehr sprechen, ist entschlossen, so viel wie möglich darüber in Erfahrung zu bringen. Eines Nachts schreckst du auf. Sie ist nicht da. Sie hat eine Notiz hinterlassen. Du hörst sie draußen mit einem Mann sprechen, der einen starken Akzent hat. Er kommt dir bekannt vor, auch wenn du ihn nicht genau zuordnen kannst. Die Notiz öffnen. Nee, rausrennen. Du rennst gerade noch ratzfatz raus, um den vertrauten Schein des Luminivista TVs zu sehen. Sie hat dein PRS in die Finger genommen, den du den Hausmeister zur sicheren Verwahrung gegeben hast. Du rufst nach ihr, aber sie kann dich im Getöse des Strudels zwischen den Realitäten nicht hören. Dann ist sie plötzlich weg. Du kehrst von einem Gefühl der Leere überkommen ins Haus zurück. Die Notiz öffnen. In der Notiz steht, dass sie sich auf der Suche nach ihrem Schicksal im Multiversum gemacht hat. In der Notiz ist außerdem ein spiralförmiger Anhänger. Ihren Anhänger aufheben.
Du hebst den spiralförmigen Anhänger auf. Dir wird klar, dass du vom Weg abgekommen bist, deine Mission und dein Ziel vergessen hast. Du bist vom Kurs abgekommen, getragen von deiner Strömung, deiner Hoffnung und Ideen dieser konzeptionellen Realität. Du runzelst die Stirn und versuchst dich zu erinnern, wo du eigentlich hin wolltest. Was war deine Mission? Du suchst danach, während du den Gedanken noch einmal alles durchgehst. Plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Du hast versucht, dem Meister vieler Welten zu gelangen. Dabei etwas mit einer Tür. Auf die Tür konzentrieren. Damit drückt deine Tür in den Fokus. Du merkst, dass etwas daran fehlt. Oh, fuck, ich hab was geklickt. Jetzt ist ein spiralförmiger Symbol auf der Tür zu sehen und damit ist die Tür nun vollständig. Die Tür öffnen. Du öffnest die Tür. Über die Schwelle gehen. Du trittst ein und stehst vor einer Vorstellung von einem Raum. Ein Autorenraum mit zwei runden Fenstern, eine ausgestopfte Eule an der Wand, dazwischen ein Schreibtisch. Ein Mann, der Meister vieler Welten, sitzt hinter dem Tisch und tippt. Er wandelt Konzepte und Ideen in Worte um, diese Realität zu formen. Er hebt den Kopf. Den Meister vieler Welten ansehen. Du blickst dem Mann in die Augen. Erschrocken stellst du fest, dass du einen Fehler gemacht hast. Du bist an den falschen Ort gekommen. Der Mann, dieser Meister vieler Welten, ist nicht die Person, nach der du gesucht hast. Er ist nicht Dor, sondern jemand anders. Du willst ihn fragen, was er weiß, aber es ist bereits zu spät. Einen Fall von Identitätsverwechslung gesehen. Doch was ist die Identität in den endlosen Weiten des Multiversums? Was ist Identität überhaupt? Kann es mehr als einen Meister vieler Welten geben? Oder ist unser Held irgendwo auf dem Weg falsch abgebogen? War diese Reise genau der ausschlaggebende Faktor, um ihn zu dem zu machen, zu dem er werden musste? Eines ist sicher. Ich bin ihr Gastgeber. Der einzig wahre Wallendor. Und das ist Night Springs. Ob das Ding verschiedene Enden hatte? Jetzt kommt schon wieder die Musik, oder? Multiversal Agent. Ah, wie schön. Okay, das ist ja halt die gleiche Musik wie vorher. Die haben wir schon einmal gehört. Ach, stimmt, James McCaffrey ist ja nicht... Chasing the murder cult made me feel like I was caught in a loop. Every time I thought I was getting closer, things shifted around, and I realized I was further away than ever before. Instead of answers, I only got more questions. The name of the cult and the masks they wore kept changing. The deeper into the dark depths I got, like the ocean zones from twilight to midnight to abyssal to the deepest trenches, the closer I felt to going mad. Huh. Ja, gut. Das war das letzte von den Nights with DLCs. Dann hätte man das auch geschafft. Schön. Okay, ich habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, vor allem, wenn man im gleichen Hotel 20 Mal im Kreis rennt. Dann dauert alles ein bisschen länger. Wir sind kein Kaffee. Und damit machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal wieder in irgendeinem anderen Spiel oder dem DLC, also dem letzten DLC mit dem Lake House, was vielleicht nicht ganz so verwirrend sein könnte. Oder vielleicht noch viel verwirrender. Wer weiß schon, vielleicht sind wir dann auch ein Kaffee. Bis dahin. Ciao.